staunen. Moralvorstellungen. Man beschäftigt sich vor allem einfach mit dem Mensch. Metaphysik. Fragen, die der Mensch hat. Und Utopien. Wie sich der Mensch entwickelt, was der Mensch beeinflusst. Lernprozess. Eigentlich geht es wirklich viel um den Menschen. Mein Name ist Jennifer Boss. Ich heiße Ann-Kathrin Knöchelmann. Ich bin Elias Hasler. Ich gehe hier aufs Gymnasium am Münsterplatz in die Schule. Und ich habe das Schwerpunktfach PPP. Es steht für Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Wir haben unsere Klasse in drei Gruppen aufgeteilt und haben jeder Gruppe quasi ein P zugeordnet von unserem Schwerpunktfach. Und dann haben wir uns überlegen, wie wir einen Kurzfilm über das P drehen können. Wir haben dann für das 3 Tage Zeit gehabt. Wir mussten 3 Buch schreiben, 3 Plan, alles drum und dran. Eben, wir interessieren uns für die Person, die wechselt. Also das, ja. Der innere Konflikt. Dass man sich überlegt, jo, warum ist er einmal sympathisiert mit dem Opfer und warum sympathisiert er einmal mit dem Täter? Und das in der gleichen, also in der gleichen Situation, in der gleichen Konstellation verändert sich das. Unsere Gruppe hatte Psychologie und dann sind wir sehr schnell auf den Schluss gekommen, dass man Mobbing nehmen könnte, was halt wirklich psychologisch gesehen etwas ist, was tagtäglich und überall passiert. Nein, aber die anderen auch, die ich dann auch anfangen mobben, die finden ja dann auch plötzlich, das tut mir gut, wenn ich andere klein machen kann. Und es fühlt sich gut an, wenn der Mobber, der vielleicht, keine Ahnung, der coolste von der Klasse ist, man weiß es ja nicht, ist ja oft so, dass der mich dann gern hat und ich bin dann ein Zugehöriger von denen. Und dann hat man vielleicht durch das auch mal die Chance gehabt, sich zu überlegen, hey, wie ist es dieser Person gegangen, was ist deren ihre, wieso hat sie das gemacht und was führt vielleicht dazu? Also es ist, das hat einem schon noch mal so bis zum Denken gegeben, eigentlich, ja. Okay, wir haben Philosophie als Thema und unsere Idee ist eine Utopie nach dem Busser seine Ideal zu machen, also um Emin seine Erziehung. Wir sind ja ursprünglich bei dieser Utopie gsi und wir sind irgendwie dort nicht weggekommen. Wir haben nicht gewusst, wie wir das umsetzen sollen. Wir haben viel zu gross gedacht. Wir haben gefunden, wir müssen jetzt eine Gesellschaft filmen. Aber wie filmt man eine Gesellschaft? Wir sind 10 Leute in der Klasse und das war es. Am Anfang haben wir keine Ahnung, wie das könnte aussehen. Und das heisst einfach, dass wir nicht genau gewusst haben, wie umsetzen. Und das habe ich schwer gefunden. Irgendwie quasi so denken, wie man in einem Film denken sollte. Also so denken, wie es könnte im Film aussehen. Das habe ich schwer gefunden, mich dort hineinzusetzen. Ich habe meine Perspektive über Erziehungsstil schon hatte. Und ich glaube, die spiegeln sich dann auch wieder ein im Film selber wieder. Wir haben auch ein paar Sachen von unserem Film haben wir aus wirklich meiner Primarschule übernommen. Also so Fälle oder Mobbing. Szenen haben wir eigentlich nachgestellt von meiner früheren, also von meiner Vergangenheit, ja. Es ist nicht einfach einmal und dann ist es vorbei gewesen, vielleicht so eine Woche oder so. Es ist wirklich, man könnte sagen, 3-4 Jahre lang durchgehend eigentlich. Und ich kann sagen, ich habe nie für eine längere Zeit feste Freunde gehabt. Oder ich bin auch auf dem Pausenplatz, wenn man Fangis oder Versteckis gespielt hat, bin ich ausgeschlossen worden. Man hat abgestimmt, dass ich nicht mitspielen darf. Ich bin ins Zimmer gekommen und ignoriert worden. Also es war wirklich schlimm, könnte man sagen. Es war keine gute Zeit für mich. Ja. Okay. Kann mich dann so ganz in die Szene versetzen? Das ist ja besser so. Ja. Psychologie zeigt einem, was eigentlich hinter einer Gruppenarbeit steckt. Dass da eigentlich viel Soziales dazwischen steckt, dass es überhaupt klappt.
oder auch mit Freundschaft und Familie. Und ich denke, es hat viele Sachen, die einem im alltäglichen Leben helfen, weil es gerade so noch ein Mensch ist. Es hilft einem eigentlich, sich selber mal aus einer anderen Perspektive zu beobachten. Nicht nur in mir drin, jo, ich finde jetzt das blöd, sondern warum? So, vielleicht mich selber hinterfragen oder auch mit Konflikt anders umgehen. Also es ist sicher so, dass man sich mehr Gedanken halt über die Welt macht. Und auch wenn man so Sachen durchnimmt, eben wie Erziehungsstil, dann kommt man heim und merkt dann plötzlich, ah, okay, ich bin mit dem erzogen worden. Das ist mega gut. Perfekt. Das ist super. Ich habe auch das eigentlich die Leute schätzen gelernt in meinem Leben, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Und ja, die will ich jetzt auch nicht mehr aus meinem Leben haben, sondern bei mir behalten. Ja. Ciao, ciao!